Pulverschnee. Ein Rausch für die Sinne. Die Alpen. Europas größter Abenteuerspielplatz. Adrenalin für die einen, Erholung für die anderen. Lebensraum für Mensch und Tier. Der Klimawandel hinterlässt Spuren. Natur weicht dem Massentourismus. Die Alpen. Eine zerbrechliche Schönheit. Ihre Vielfalt und Widersprüchlichkeit wollen wir erleben. Vom Norden und vom Süden her führt unsere Reise zum Hauptkamm der Alpen, nach Sölden. Vom Herbst in den Winter. Wie bewältigen Mensch und Natur die Veränderungen? Im Norden Tirols sind die Alpen besonders faszinierend und bizarr. Wie eine Theaterkulisse steht er da, der wilde Kaiser. Meine Reise beginnt im Herbst in der Fernsehheimat des Bergdoktors. Hier möchte ich erleben, wie nah man den Gipfeln kommen kann. Helmut Schermer hilft mir dabei. Sein Geschäft ist das Paragliding. Jeden noch so kleinen Sonnenstrahl nutzt er und nimmt Leute wie mich mit zum Gipfelglück. Du musst ein bisschen mitrennen mit mir. Kann ja jeder fliegen? Im Prinzip ja. Es gibt Gewichtsbegrenzung. 120 Kilo Passagiergewicht ist bei mir voll. Das heißt, der Schirm kann 230 Kilo transportieren. Für das ist er auch zugelassen. Ja? Man sollte ein bisschen sportlich sein, diese paar Schritte hier machen können. Ich muss also rennen? Mit mir. Okay, und ja. Wann höre ich auf zu rennen? Wenn ich dir sage aufhören, dann hörst du bitte auf. Das heißt, die letzten Schritte sollten in der Luft passieren. Aha. Dann weiß man, man ist wirklich in der Luft draußen. Und es kann nichts mehr passieren, damit man wieder Bodenkontakt kriegt und der Schirm gestört wird. Jetzt müssen wir rennen. Gut rennen, gut rennen. Das war schon, danke. Super, Nikolai. Bei guter Thermik geht es manchmal sogar noch über den wilden Kaiser hinaus. Und der ist fast 2500 Meter hoch. Zur Landung heißt es wieder rennen, rennen, rennen. Jetzt ganz sanft. Nikolai, ich bin stolz auf dich. Wow. Das ist sehr, sehr gut gemacht. Ey, das hat einen Riesenspaß gemacht. Diesen Kick wollen immer mehr erleben. Früher lebten die Menschen im Kaisertal fast nur von der Landwirtschaft. Heute boomen der Tourismus und der Bergsport. Wer zum Schleierwasserfall wandert, der erlebt Nervenkitzel und Naturschönheit hautnah. Es ist der Treff für Bergfreaks wie den Sportkletterer Guido Unterburtsacher. Die Felsen mit Überhang gehören zur höchsten Schwierigkeitsstufe. Mit 11 Jahren hat er den wilden Kaiser das erste Mal bezwungen. Seiner Mutter hat er das erst hinterher verraten. Sein Talent hat er zum Beruf gemacht. Heute verdient er sein Geld als Bergführer. Klettern ist Kunst, sagt man. Ist das für dich Kunst? Ja, schon. Es ist eigentlich eine Lebenseinstellung und ist ja eine von den kreativsten und vielfältigsten Sportarten, die es so gibt. Weil jede Route ist unterschiedlich, jedes Gestein ist unterschiedlich. Und das macht die ganze Sache halt so extrem schön. Selbst bei Minusgraden fallen hier die Höllen. Der Föhn, der warme Alpenwind, macht es möglich, dass man am Schleierwasserfall auch im Winter klettern kann. Der 29-Jährige trainiert hier auch für seine ganz großen Bergtouren nach Pakistan und in den Himalaya. Also wenn man jetzt eine Erstbegehung macht und man muss das dann die Linie analysieren, ob es überhaupt kletterbar ist, und dann setzt man die Haken. Und das macht das Ganze halt extrem spannend, weil wenn es der erste Mensch, der da aufgeklettert, cool dem Ganzen dann einen Namen geben. Und das ist eigentlich das Schönste. Man kann seine Handschrift im Fels hinterlassen. Auch wenn es für manchen so aussieht, Klettern ist kein Sport für Draufgänger. Es geht nicht nur um Kraft, sondern vor allem um Konzentration. Für Guido Unterwurzacher ist das Klettern wie Yoga, nur eben am Felsen. Der wilde Kaiser als hochalpiner Spielplatz. Natur von ihrer schönsten Seite. Die Alpen zu bewahren, kann aber auch harte Arbeit sein. Hey,
Hubert Kirchmeier ist der letzte Holzrücker in Tirol. Mit seinem Kaltblüter Josef sorgt er in den Wäldern für Ordnung. Aufgewachsen ist er auf dem Bauernhof. Schon als Kind war das Pferd im Stall sein bester Freund. Dazu kam seine Leidenschaft für den Wald. So lernte er Forstwirtschaft. In den Bergen ist man bodenständig und schnell beim Du. Hopp! Ist das jetzt gefährlich, Hubert? Nein. Sieht aber gefährlich aus, du. Oh. Nein, das ist auch nicht gefährlich. Du bist ja schon ein kleiner Stuntman auch irgendwie. Also, ja. Geländegängig. Ja? 3 bis 4 Stämme gleichzeitig kann das Pferd ins Tal ziehen. Das sind schon ein paar 100 Kilo Last. Nach einem langen Tag im Wald hat der Kaltblüter erst einmal einen Tag frei. Dann ist sein Stallgenosse dran. Hubert Kirchmeier aber kennt wenig Pausen. Wann ruhst du aus? In der Nacht. Und es reicht. Es reicht. Ja. An manchen Tagen ist er auch Lehrer. Erklärt jungen Forstschülern, warum das Ausdünnen des Waldes so wichtig ist. Ein alter Baum steht wie ein Regenschirm. Und unter diesem Schirm gibt es keine Jungen. Auch in der Allee nicht. Also, das heißt nicht, dass müssen alle alten Bäume weg, sondern versuchen, auch Junge zu züchten, von selbst. Wenn man das nicht tut, dann zerbricht er. Abholzen und nachpflanzen. Es geht um das Gleichgewicht im Wald. Was macht ihn zufrieden? Wenn es funktioniert, von A bis Z. Ohne Schaden, ohne Verletzungen. Und am Abend ein schöner Haufen ist bei der Straße. Das ist schön. Und so erleben wir am Wilden Kaiser in Nordtirol auch das. Ein einzelner Mann und sein Pferd, die hart arbeiten, damit die Alpenwälder so bleiben, wie sie sind. Europas größte Hochalm, die Seisealm. Schon seit Jahrtausenden siedeln hier Menschen. In ihrer Furcht vor Gewittern und Felsrutschen erfanden sie Märchen und Sagen, erzählen auch heute noch von der Schlernhexe und dem Zwergenkönig Laurin. Auf den saftigen Almwiesen lassen die Bergbauern ihre Tiere grasen bis zum Herbst. Hier beginnt meine Reise durch Südtirol. Auf dem Rücken der Haflinger Stute Daisy. Ich möchte wissen, wie die Menschen hier oben zurechtkommen. Die Saltnerhütte ist die letzte im Tal, bevor es hinaufgeht zum Hohen Eck. Hier treffe ich Michael Tirler, den Almhirten. Was ist denn das Schönste hier oben, wenn man auf der Alm ist? Ja, wenn man so abends noch über die Weide geht oder oben sitzt am Hohen Eck und die Sonne sieht runtergehen, das ist schon herrlich. Und Leute kommen her. Und sind da in Urlaub und zahlen dafür. Und wir oben das doch. Die Einheimischen, wir wissen es fast oft nicht zu schätzen, wie schön es da ist. 400 Tiere sind in seiner Obhut. Wenn eins ausbüchst, fängt er es wieder ein. Wenn eins krank wird, pflegt er es gesund. Das Peitschenknallen. Damit hat man sich hier früher über große Distanzen verständigt. Heute nur noch eine Gaudi. Busch, Busch, Busch. Busch, komm. Die Tiere kennen die Stimmen ihrer Besitzer. Und sie wissen, was ihnen bevorsteht. Lange Wintermonate im dunklen Stall. Aber Josef Pfeiffer kennt kein Pardon. Gefährlich? Ja, ein bisschen schon auch jetzt. Nicht so schlimm. Passt schon. Josef Pfeiffer und die anderen Bauern schmücken die Kühe für den traditionellen Almabtrieb. Aber die Schönen sind ziemlich undankbar. Warum denn jetzt schon runter? Josef Pfeiffer ist den Umgang mit Rindern von klein an gewöhnt. Doch den Lebensunterhalt mit den Tieren zu bestreiten, wird für die Bergbauern hier immer schwieriger. Sechs bis sieben Stunden dauert der Marsch ins Tal. Trotz des Regens ein Fest für Einheimische und Feriengäste. Als sei die Zeit stehen geblieben. Doch gerade, weil die Welt von Josef Pfeiffer und den anderen Bergbauern im Umbruch ist, gerade deshalb spielen Brauchtum und Tradition eine wichtige Rolle. Sie halten die Gemeinschaft zusammen, auch in schwierigen Zeiten.
Der Almabtrieb. Jedes Mal aufs Neue ein Erlebnis für Josef Pfeiffer. Kann man mal abschalten. Ist mal ganz was anderes. Da kann man, gibt man sich mit den Kühen ab. Und das ist, kann man sich mal erholen. Das war's. An seiner Seite der jüngste Sohn Tobias und Frau Mariana. Vor 6 Jahren haben sie den Hof von den Eltern übernommen. Almwesen, eine uralte Kulturlandschaft. Würden Bauern wie Josef Pfeiffer sie nicht pflegen und erhalten, würde hier Gestrüpp und Unkraut wuchern. Die Alpen hätten ein anderes Gesicht. Mariana Pfeiffer ist Mutter von 3 Söhnen, kümmert sich um die Ferienwohnungen auf dem Hof und sorgt damit für einen wichtigen Teil des Familieneinkommens. Ihr Mann Josef arbeitet auch noch bei der örtlichen Liftgesellschaft. Von einer 38-Stunden-Woche kann Mariana nur träumen. Man arbeitet als Mutter, als Hausfrau, auf dem Feld. Manchmal ist man sogar Hebamme im Stall, wenn er Kuh kalbt. Also jeder Tag hat was Neues, bringt was Neues. Kühe kennen weder Sonn- noch Feiertag. Der Tag der Pfeifers beginnt schon vor Sonnenaufgang. Denn kurz nach 6 wird die Milch abgeholt. Beim Melken hilft der 10-jährige Michael. Ob in diesem Stall noch Kühe stehen, wenn Michael und seine Brüder einmal groß sind? Die Milchwirtschaft rechnet sich nicht mehr. Die Preise sind zu niedrig, die Kosten zu hoch. Es geht einen Monat, da muss man mehr Kraftfutter kaufen. Dann gibt es einen Monat, da braucht man öfters den Tierarzt. Also ich bin froh, dass mein Mann noch arbeiten gehen kann. Weil nur vom Hof alleine, von den Kühen, es gibt kaum Höfe, wo das noch geht. Warum hat man die Kühe dann? Traditionsgemäß auch ein bisschen, ja. Kennt man die alle beim Namen, die Kühe? Das ist die Bella. Ich habe leider nicht gegangen. Die Kühe aufgeben wollen die Pfeifers nicht. Zu eng ist ihr Leben mit den Tieren verbunden. Meine Reise führt mich in die größte Stadt Tirols, nach Innsbruck. Die Landeshauptstadt am Inn erlebt einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Fast ein Drittel der 120.000 Einwohner sind Studenten und Wissenschaftler. Neben der historischen Fassade setzen Architekten, Grafiker und Designer moderne Akzente. Innsbruck gilt als innovativ. Das Land Tirol fördert vor allem junge Unternehmen, die ungewöhnliche Wege gehen. Michele Stinko, er ist Modedesigner und Stoffentwickler. Gemeinsam mit seiner Frau Lisa hatte er beim Skifahren und Bergsteigen eine außergewöhnliche Idee für eine Sportjacke. Also mein Wunsch war es immer, weniger mitzunehmen, während dem Sport in den Bergen und nicht frieren zu müssen, aber auch nicht zu sehr schwitzen zu müssen. Und deshalb habe ich nach langem Suchen die Möglichkeit gefunden, eine elastische Jacke, eine wasserdichte Jacke machen zu können. Und die Basis dafür ist diese Stofferfindung. Im Kern ist Keramik. Dazu sind es Naturfasern und Wolle, die zu einem Stoff mit ganz besonderen Eigenschaften werden. Die aufgepresste Material nutzt Infrarot- und UV-Strahlung, um auf der einen Seite zu wärmen, also Licht zu absorbieren, aufzunehmen, und auf der anderen Seite Körperwärme auch aufzunehmen. Und die andere Seite schützt vor UV-Strahlung. Und das Schöne dabei ist, haben wir herausgefunden, es kühlt sogar. Die Jacken werden in kleiner Stückzahl handgefertigt, in ihrem Laden und über das Internet verkauft. Das zweite Standbein der Jungunternehmer ist die Textilforschung. Im Auftrag der Universität testen sie Sportkleidung. Die Natur ist für uns wichtig. Wir brauchen die Höhe der Berge, wir brauchen den Schnee im Winter, die Kälte, wir brauchen im Sommer die UV-Einstrahlung, wir brauchen die Winde. Und ja, ein bisschen schön soll es ja auch sein. Und so zieht es das Designerpaar mit Stoffen und Jacken im Gepäck raus in die Berge. Zu einem Härtetest bei Wind und Wetter. Das Testgelände liegt hoch über der Stadt. Im Winter kommt man da nur mit Tourenski oder Schneeschuhen hin. Fast 3 Stunden geht es steil bergauf.
Das Ziel der abenteuerlichen Wanderung ist die Glungitzer Hütte. Auf 2610 Metern Höhe machen sie hier die Textilforschung. Es sind ihre eigenen Materialien und die Kleidung anderer Hersteller, die sie dem Wetter aussetzen. Die beiden wollen wissen, halten die Sachen wirklich so viel Sonne und Schneegestöber aus, wie es die Firmen versprechen? Dazu packen Lisa und Michele kleine Sensoren in die Jackentaschen. Die messen jetzt über 30 Tage, wie sich bei dem Wetter im Jackenkern die Temperatur verändert, wie die Luftfeuchtigkeit sich verändert und wie der Taupunkt, das heißt also, wie kalt wird es in der Jacke wirklich, wie sich das verändert, das lesen wir dann am Rechner aus und versuchen das zu interpretieren. Laborversuche und Kältekammern im Tal können das so nicht leisten. Dazu braucht man schon echtes Wetter. So starke Winde wie hier findest du normalerweise nur im Himalaya. Sehr, sehr interessant. Und deswegen sind wir auch hier. So viel Wind wie jetzt in diesem Augenblick hier hat es 50 Meter da drüben nicht und 50 Meter da nicht. Deswegen ist es hier. Das ist das Spezielle. In 30 Tagen kommen die beiden Textilforscher wieder hoch zur Hütte, um die Daten der Sensoren auszuwerten und um zu sehen, was aus den Jacken geworden ist. Solche Forschungsergebnisse, die gewinnt man nur im Hochgebirge. Der Alpenhauptkamm. Eine Welt aus Schnee und Eis. Bergabenteuer für Fortgeschrittene. Das Zuckerhütl mit 3.500 Metern, einer der höchsten Gipfel hier. Nur erfahrene Bergsteiger wagen sich hier hinauf oder überqueren den Übeltalferner, den größten Gletscher Südtirols. Und doch gibt es in dieser scheinbar so menschenfeindlichen Umgebung einen Ort der Geborgenheit, die Müllerhütte. Regelmäßig bringt ein Hubschrauber Trinkwasser, Lebensmittel und andere Dinge. Auch mich entlässt er in das eisige Reich von Lukas Lantschner und seinem Hund Moses. Einer der Außenposten Südtirols ist die Müllerhütte. 3.145 Meter hoch, nur einen Steinwurf von der österreichischen Grenze entfernt. In diesem Jahr konnten Lukas und sein Team erst Ende Juli in die Saison starten, weil der Schnee die Hütte fest im Griff hatte. Die kurze Saison von nur 2 Monaten, die Unzugänglichkeit, die extreme Höhe. Die Müllerhütte ist ein Geheimtipp unter jungen Alpinisten. Sie gilt als cool. Genauso wie Lukas der Hüttenwirt. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Oder? So gut es geht. Oh, das ist ganz schön. Ich kann auch ganz schön Hochdeutsch sprechen. Ich habe als Elektrotechniker gearbeitet und habe irgendwann dann, wenn ich die Schnauze voll gehabt von dem Job und habe 1-2 Jahre die Welt ein bisschen erkundet und wenn ich zurückgekommen bin, dann habe ich mir kurzfristig entschlossen, die Hütte zu übernehmen, zu pachten. In der Küche kocht Heidi das Müller-Menü. Heute Putengeschnetzeltes. Heidi stammt aus Dänemark, hat aber einen österreichischen Vater, der ihr die Liebe zu den Bergen vererbt hat. Wie sie und Lukas sich unten im Tal als Hüttenteam gefunden haben, darüber wundert sie sich selbst manchmal. Ich habe einen Elektriker gebraucht, das war dann der Lukas, und hat so überlegt, eben, sich für diese Hütte zu bewerben und hat gefragt, so, haben wir da, würde kochen und so. Und dann habe ich gefragt, aber was ist das für eine Hütte? Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Müllerhütte. Und ich war noch nie hier oben. Ich habe irgendwie gewusst ungefähr, wo sie ist, aber ich war noch nie da. Und aus irgendeinem Grund habe ich einfach sofort gewusst, okay, das machen wir doch. Der Übeltalferner. Einmal im Jahr treffen sich hier junge Kletterfreaks. Sie wollen bei der sogenannten Ice Parade machen, nehmen dafür einen ganztägigen Fußmarsch in Kauf. Ein Klettererlebnis, das es nur einmal im Jahr gibt und nur hier. Ja.
Zu den Organisatoren gehört Benny Kofler, ein Stammgast hier oben. Er arbeitet unter der Woche als Grafiker, aber die Wochenenden verbringt er so oft wie möglich in den Bergen. Bevor es am nächsten Morgen richtig losgeht, genießt er noch einmal die Stille über dem Gletscher. Immer auf der Suche nach dem Gleichgewicht. Ich hoffe aufs Atmen, aufs Konzentrieren mich aufs Seil. Und die lassen eigentlich keine anderen Gedanken zu, was mir rausbringen könnten, was mich stören, dass ich aus dem Rhythmus komme. Dann ist es soweit. Ice Parade. Klettern in einer 15 Meter tiefen Gletscherspalte. Einen Kletterparcours in die Spalte zu bauen, das klang zuerst nach einer Schnapsidee. Doch ein paar Stammgäste der Müllerhütte setzten sie in die Tat um. Seither ist die Ice Parade das Highlight der kurzen Müllerhütten-Saison. Die eigenen Grenzen austesten. Dafür sind sie hergekommen. Am Abend werden sie ihre Haken und Seile wieder abmontieren. Bis zum nächsten Jahr. In wenigen Wochen wird der erste Neuschnee die Hütte unter sich begraben. Einen Zusatzjob für den Winter brauchen alle, die auf der Müllerhütte arbeiten. Lukas wird wieder als Elektriker sein Geld verdienen, damit er seinen Hüttentraum weiterleben kann. Zu diesem Traum gehört eine intakte Natur. Rund um den Pitztaler Gletscher kann man sehen, wie schnell sie sich verändert. Die Alpen geraten aus den Fugen. Dieser Felssturz wurde zufällig von Bergwanderern gefilmt. Ich bin unterwegs mit dem Landesgeologen Gunther Heißel. Überall in Tirol untersucht der Wissenschaftler solche Naturereignisse. Das ist praktisch alles heruntergekommen. Gott sei Dank nicht auf einmal, sondern in mehreren Schüben und in mehreren großen Stürzen und hat hier diese große Schutthalde gebildet. Die Klimaerwärmung gilt als Hauptursache. Tief im Gletscher und im Fels wird es langsam wärmer, das ewige Eis schmilzt. Der Permafrost wird in den letzten Jahren hier sich aufgelöst haben. Wir haben auch voriges Jahr noch Stellen gesehen, wo er vermutlich gerade aufgelöst worden ist. So wie im Kühlschrank zu Hause, im Tiefkühlfach, wenn man es nicht richtig zumacht, dann verpappt alles im Eis und ist dann ein Klumpen. Genauso ist es hier am Berg. Jetzt geht das Eis zurück, es weicht aus dem Boden zurück und die Berge zerfallen. In diesem Jahr hat es besonders viele Felsstürze gegeben. Über 100 waren es allein in Tirol. An manchen Orten wurden Menschen verletzt, Häuser und Straßen zerstört. Wie lange der Schnee die Gletscher noch zusammenhält, das wagt kein Geologe vorherzusagen. Oben auf dem Pitztaler Gletscher schneit es, trotz Plusgraden. Die Flocken kommen vom Fließband. Im Pitztal wird der erste Schnee der Saison in der Fabrik gemacht. Herkömmliche Schneekanonen brauchen Minusgrade. Der sogenannte Snowmaker macht schon im Sommer Schnee. Markus Dobler steuert den riesigen Kühlschrank. Wie im Gefrierfach wird das Gletscherwasser ganz extrem heruntergekühlt. Aus dem Eisbrei entsteht dann das weiße Gold. Israelis haben diese Technik eigentlich zum Kühlen von Bergwerksminen erfunden. Die Israelis haben die Marktlücke gesehen und haben sich Gedanken gemacht und haben eben gesehen, dass wir gerade auf Gletscherskigebiete, wo wir in Schnee ja dringend am Herbst benötigen, mit den Standard-Schneeerzeugern ja keinen Schnee erzeugen können, dass das solche Anlagen für uns ja wichtig sind. Großer Vorteil so eine Maschine, oder? Ja, sicherlich, weil ohne Schnee
keine Gäste und ohne keine Gäste kein Umsatz. Umweltschützer kritisieren den enormen Energieaufwand, der nur dazu dient, den Skizirkus früher zu eröffnen. Im Pitztal soll es immer etwas Besonderes sein. Oben auf dem Gletscher eine weitere Überraschung. Auf dem Brunnenkogel in 3440 Metern Höhe steht seit kurzem eine spektakuläre Bergstation. Auf schmalem Felsen gebaut, für Skifahrer und andere Gipfelstürmer. Hier oben locken Sonne, Schnee und Sahnehäubchen. Stefanie Santeler ist Konditorin und bringt die Gäste in Tirols siebten Tortenhimmel. Auf 3440 Meter, da gibt es mit der Masse auch Probleme mit Machen. Weil da müssen wir mit dem Luftdruck immer abwarten. Wenn zu hoher Luftdruck, schlechtes Wetter, müssen wir immer tote Massen nicht produzieren, sondern bei schönem Wetter vorproduzieren. Weil die Massen nicht so hoch werden. Die sacken uns zusammen wegen dem Luftdruck, gehen sie nicht so auf. Das heißt, du guckst als erstes auf den Wetterbericht und dann ins Genau, Konzept. Genau, so ist es. Genau. Dann entscheiden wir, was für Toten es am nächsten Tag gibt. Heute steht das Barometer auf Buchweizen und Nuss-Sahnetorte. Im Pitztal will man mit Tirols höchstem Kaffeehaus und der Schneefabrik ganz nach oben, an die Spitze der Skigebiete. Doch damit nicht genug. Mit einem neuen Lift sollen noch mehr Pistenkilometer geschaffen werden. Hier im Pitztal setzt man im Kampf um die Touristen auf Superlative. Doch es geht auch anders. Nur dieser Bergrücken trennt das Wilnöstal vom Skizirkus im Nachbartal. Hier stören weder Schneekanonen noch Gipfelrestaurants die Idylle. Die Wilnösser besitzen etwas, das in anderen Alpentälern verloren gegangen ist. Besonnenheit. Und sie besitzen Tiere, die es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Das Wilnösser Brillenschaf, eine alte Rasse, die Einheimische wieder nachgezüchtet haben. Günther Perntaler, im Hauptberuf Tierkennzeichner. Seine Leidenschaft jedoch gehört den Brillenschafen. In den 70er Jahren ist diese Rasse fast verschwunden. Es gab nur mal 200 Stück. Und mittlerweile sind wir fast auf 1.007, 1.008. Dank auch junger Züchter und junger motivierter Landwirte, die diese Rasse wieder aufgegriffen haben, zum Züchten. Ohne Emotion geht das nicht. Wenn ich da manchmal drüber rede oder spreche, dann läuft es mir auch noch immer kurz über den Rücken, weil es gab auch schon sehr schwierige Zeiten, wo wir rausgelacht wurden. Das Schaf hatte keinen Wert mehr, die Wolle sowieso nicht mehr. Aber jetzt sieht man es, dass immer mehr alternative Sachen gefragt sind. Auch seine Mutter Clara freut sich, dass die Schafwolle wieder geschätzt wird. Ja, wir haben als Kind schon eher gern Schaf geschoren, immer. Aber wir haben Neigeschlafen von einem Fuß oder vom Schwanz hinten ein bisschen probieren. Weil es ist ja die Wolle so viel wichtig gewesen. Also die Buben haben alle lodene Hosen gehabt bei uns früher, meine Brüder. Da habe ich 6 davon. Und die haben dann alle lodene Hosen gehabt ohne Unterhosen. Die Wolle kratzte, aber die Sachen hielten ein Leben lang. Dass man heute alles gleich wegwirft, versteht Clara Perntaler nicht. Es tut manchmal weh, wenn sie so Sachen wegschmeißen. Aber ich denke mir, ich kann ja mit meinen Sachen sparen und mit meiner Rente sparen. Wertschätzen, was früher kostbar war. In der Manufaktur nebenan zeigt die Kardia-Maschine aus den Anfängen des Industriezeitalters, was sie kann. Die Schafwolle zu gleichmäßigen Fliesen zurechtkämmen, die dann zu hochwertigem Strickgarn oder Kissenfüllungen weiterverarbeitet werden. Oh.
statt Massenproduktion Wertarbeit, die heute wieder stark nachgefragt wird. Oskar Messner kocht in seinem Restaurant für verwöhnte Gäste und schwört auf die Qualität des Brillenschafs. Schön ein feinfasziges Fleisch, ein geschmackvolles Fleisch. Weil wenn man sich vorstellt, unsere Tiere sind von Mitte Mai bis Mitte September auf der Hochalm oben und die grasen wirklich die Alpenflächen wie die Gämsen da oben ab, fressen die besten Bergkräuter und das spiegelt sich natürlich in der Fleischqualität wider. In Oskar Messners Küche wird aus jeder Lammstelze ein Gaumenwunder. Feinschmecker aus ganz Südtirol pilgern dafür ins Wilnestal. Früher war es ein Festakt, wenn ein Schwein am Hof geschlachtet wurde, da hat die ganze Familie mitgeholfen. Und wir versuchen wieder den Leuten das wieder näher zu bringen. Das Tier in der lebendigen Zustand, also wirklich, wie es wirklich in den, auf den Almwiesen herumgrast, sichtbar zu machen, um das wieder wertzuschätzen, was später dann auch wieder auf traditionelle Art wieder auf den Tisch kommt. Man kann etwas erfahren im Wilnestal. Über Leidenschaft, über wiedergefundene Zeit, über Nachhaltigkeit. Das weiß auch Josef Fischnaller. Er ist einer der erfahrensten Bergführer im Tal. Ganz besonders ist wahrscheinlich, dass wir das einzige Berg in den Dolomiten sind, das noch naturbelassen ist. Wie lange das so bleibt? Eine Liftverbindung ins Nachbartal wollen manche, weil dann mehr Geld ins Tal käme, vor allem im Winter. Josef Fischnaller glaubt, dass das ein großer Fehler wäre. Denn ursprüngliche Natur, so wie hier, gibt es nur noch in wenigen Alpentälern. Er freut sich darüber, dass immer mehr Menschen das zu schätzen wissen. Mittlerweile hat man, fällt es mir zumindest auf, dass wieder der Mensch die Natur so richtig entdeckt hat. Das Beispiel bei uns im Tal hier. Vor 20 Jahren vielleicht hat man kaum jemand wandern gesehen. Überhaupt die Einheimischen waren kaum unterwegs. Heute hingegen sind die Parkplätze voll Autos und in der Früh wird losgewandert, also einheimische Gäste. Man hat so richtig das Wandern wieder entdeckt, man hat das Bergsteigen wieder entdeckt. Danke. Das Wilnestal geht seinen eigenen Weg. Zurück zum Ursprung. Zurück zu dem, was die Alpen einmal ausgemacht hat. Sölden, das Wintersport-Mekka in Tirol. Die antike Göttin Venus schwebt vom Himmel. Der Gletscher ist ihre Bühne. Sölden inszeniert ein Spektakel und vor allem sich selbst. Auf dem Programm steht Hannibal. Der Herrscher von Karthago überquerte im 3. Jahrhundert vor Christus mit Elefanten die Alpen im Kampf gegen Rom. Schweres Gerät, waghalsige Kunststücke sollen Zuschauer in Scharen auf den Gletscher locken. Ernst Lorenzi ist Miterfinder des Gletscherspektakels. Hannibal soll das Image von Sölden aufpolieren. Mit Hannibal sind wir ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Sölden war ja auch ein bisschen so ein Ort. Man hat es das Ibiza der Alpen genannt. Und das war eigentlich auch ein Grund im Nachhinein, warum die wichtigen Leute von Sölden gesagt haben, lass uns was machen, was man nicht so stark in diese Richtung zeigt. Schon vor Jahrzehnten hat der Ort seine Ursprünglichkeit verloren. Die Konkurrenz zwischen den großen Wintersportzentren ist hart. Après-Ski allein reicht nicht mehr. Ständig müssen neue Events geschaffen werden. Und damit ist der Hannibal natürlich etwas Schönes, weil eigentlich das ganze Dorf mitspielen muss, damit es gelingt. Und so wird die eisige Arena des Rettenbachgletschers vom Schlachtruf Hannibals erfüllt. Wo einst seine 50.000 Soldaten und 37 Elefanten ihre Spuren hinterließen, zerpflügen heute Pistenraupen den Schnee. Grund
Größer, imposanter, lauter. Der Wettbewerb der alpinen Skiorte ist mitunter bizarr. Der Druck auf den alpinen Kosmos wächst. Die Beziehung zwischen Mensch und Berg hat sich verändert. Der Anspruch ist größer, der Respekt kleiner geworden. Leben von und mit den Alpen, eine Wanderung auf schmalem Grat. Das richtige Maß zu finden, ist die Herausforderung. Auf unserer Reise haben wir erlebt, jedes Tal und jedes Dorf sucht nach einer eigenen Antwort. Zu bewahren kann aber auch harte Arbeit sein. Hey. Hubert Kirchmeier ist der letzte Holzrücker in Tirol. Mit seinem Kaltblüter Josef sorgt er in den Wäldern für Ordnung. Aufgewachsen ist er auf dem Bauernhof. Schon als Kind war das Pferd im Stall sein bester Freund. Dazu kam seine Leidenschaft für den Wald. So lernte er Forstwirtschaft. In den Bergen ist man bodenständig und schnell beim Du. Hubert! Ist das jetzt gefährlich, Hubert? Nee. Nein. sieht aber gefährlich aus, du. Nein, das ist auch nicht gefährlich. Du bist ja schon ein kleiner Stuntman auch irgendwie. Also, ja. Geländegängig. Ja? 3 bis 4 Stämme gleichzeitig kann das Pferd ins Tal ziehen. Das sind schon ein paar hundert Kilo Last. Nach einem langen Tag im Wald hat der Kaltblüter erst einmal einen Tag frei. Dann ist sein Stallgenosse dran. Hubert Kirchmeier aber kennt wenig Pausen. Wann ruhst du aus? In der Nacht. Und das reicht. Das reicht, ne? An manchen Tagen ist er auch Lehrer. Erklärt jungen Forstschülern, warum das Ausdünnen des Waldes so wichtig ist. Ein alter Baum steht wie ein Regenschirm. Und unter diesem Schirm gibt es keinen Jungen. Auch in der Allee nicht. Also, das heißt nicht, dass müssen alle alten Bäume weg, sondern versuchen, auch Junge zu züchten, von selbst. Wenn man das nicht tut, dann zerbricht er. Abholzen und nachpflanzen. Es geht um das Gleichgewicht im Wald. Was macht ihn zufrieden? Wenn es funktioniert, von A bis Z. Ohne Schaden, ohne Verletzungen. Und am Abend ein schöner Haufen ist bei der Straße. Das ist schön. Und so erleben wir am Wilden Kaiser in Nordtirol auch das. Ein einzelner Mann und sein Pferd, die hart arbeiten, damit die Alpenwälder so bleiben, wie sie sind. Europas größte Hochalm, die Seisealm. Schon seit Jahrtausenden siedeln hier Menschen. In ihrer Furcht vor Gewittern und Felsrutschen erfanden sie Märchen und Sagen. Erzählen auch heute noch von der Schlernhexe und dem Zwergenkönig Laurin. Auf den saftigen Almwiesenwochen wird der erste Neuschnee die Hütte unter sich begraben. Einen Zusatzjob für den Winter brauchen alle, die auf der Müllerhütte arbeiten. Lukas wird wieder als Elektriker sein Geld verdienen, damit er seinen Hüttentraum weiterleben kann. Zu diesem Traum gehört eine intakte Natur. Rund um den Pitztaler Gletscher kann man sehen, wie schnell sie sich verändert.
Die Alpen geraten aus den Fugen. Dieser Felssturz wurde zufällig von Bergwanderern gefilmt. Ich bin unterwegs mit dem Landesgeologen Gunther Heißel. Überall in Tirol untersucht der Wissenschaftler solche Naturereignisse. Das ist praktisch alles heruntergekommen. Gott sei Dank nicht auf einmal, sondern in mehreren Schüben und in mehreren großen Stürzen und hat hier diese große Schutthalde gebildet. Die Klimaerwärmung gilt als Hauptursache. Tief im Gletscher und im Fels wird es langsam wärmer, das ewige Eis schmilzt. Der Permafrost wird in den letzten Jahren hier sich aufgelöst haben. Wir haben auch voriges Jahr noch Stellen gesehen, wo er vermutlich gerade aufgelöst worden ist. So wie im Kühlschrank zu Hause, im Tiefkühlfach, wenn man es nicht richtig zumacht, dann verpappt alles im Eis und ist dann ein Klumpen. Genauso ist es hier am Berg. Jetzt geht das Eis zurück, es weicht aus dem Boden zurück und die Berge zerfallen. In diesem Jahr hat es besonders viele Felsstürze gegeben. Über 100 waren es allein in Tirol. An manchen Orten wurden Menschen verletzt, Häuser und Straßen zerstört. Wie lange der Schnee die Gletscher noch zusammenhält, das wagt kein Geologe vorherzusagen. Oben auf dem Pitztaler Gletscher schneit es, trotz Plusgraden. Die Flocken kommen vom Fließband. Im Pitztal wird der erste Schnee der Saison in der Fabrik gemacht. Herkömmliche Schneekanonen brauchen Minusgrade. Der sogenannte Snowmaker macht schon im Sommer Schnee. Markus Dobler steuert den riesigen Kühlschrank. Wie im Gefrierfach wird das Gletscherwasser ganz extrem heruntergekühlt. Aus dem Eisbrei entsteht dann das weiße Gold. Israelis haben diese Technik eigentlich zum Kühlen von Bergwerksminen erfunden. Die Israelis haben die Marktlücke gesehen und haben sich Gedanken gemacht und haben eben gesehen, dass wir gerade auf Gletscherskigebiete, wo wir in Schnee ja dringend am Herbst benötigen, mit den Standard-Schneeerzeugern ja keinen Schnee erzeugen können. Thermik geht es manchmal sogar noch über den wilden Kaiser hinaus. Und der ist fast 2500 Meter hoch. Zur Landung heißt es wieder rennen, rennen, rennen. Jetzt ganz sanft. Nikolai, ich bin stolz auf dich. Wow! Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Ey, das hat einen riesen Spaß gemacht. Diesen Kick wollen immer mehr erleben. Früher lebten die Menschen im Kaisertal fast nur von der Landwirtschaft. Heute boomen der Tourismus und der Bergsport. Wer zum Schleierwasserfall wandert, der erlebt Nervenkitzel und Naturschönheit hautnah. Es ist der Treff für Bergfreaks wie den Sportkletterer Guido Unterwurzacher. Die Felsen mit Überhang gehören zur höchsten Schwierigkeitsstufe. Mit 11 Jahren hat er den wilden Kaiser das erste Mal bezwungen. Seiner Mutter hat er das erst hinterher verraten. Sein Talent hat er zum Beruf gemacht. Heute verdient er sein Geld als Bergführer. Klettern ist Kunst, sagt man. Ist das für dich Kunst? Ja, schon. Es ist eigentlich eine Lebenseinstellung und ist ja eine von den kreativsten und vielfältigsten Sportarten, die es so gibt. Weil jede Route ist unterschiedlich, jedes Gestein ist unterschiedlich. Und das macht die ganze Sache so extrem schön. Selbst bei Minusgraden fallen hier die Hüllen. Der Föhn, der warme Alpenwind macht es möglich, dass man am Schleierwasserfall auch im Winter klettern kann. Der 29-Jährige trainiert hier auch für seine ganz großen Bergtouren nach Pakistan und in den Himalaya. Also wenn man jetzt eine Erstbegehung macht und man muss das dann die Linie analysieren, ob es überhaupt kletterbar ist und dann setzt man die Haken. Und das macht das Ganze halt extrem spannend, weil wenn es der erste Mensch, der da aufgeklettert, kann dem Ganzen dann einen Namen geben. Und das ist eigentlich das Schönste. Man kann seine Handschrift im Fels hinterlassen. Auch wenn es für manchen so aussieht, Klettern ist kein Sport für Draufgänger. Es geht nicht nur um Kraft, sondern vor allem um Konzentration. Für Guido Unterwurzacher ist das Klettern wie Yoga, nur eben am Felsen. Der wilde Kaiser als hochalpiner Spielplatz. Natur von ihrer schönsten Seite. Die Alpen zu bewahren, kann aber auch harte Arbeit sein. Hubert Kirchmeier ist der letzte Holzrücker in Tirol. Mit seinem Kaltblüter Josef sorgt er in den Wäldern für Ordnung. Aufgewachsen ist er auf dem Bauernhof. Schon als Kind war das Pferd im Stall sein bester Freund.
Dazu kam seine Leidenschaft für den Wald. So lernte er Forstwirtschaft. In den Bergen ist man bodenständig und schnell beim Du. Hopp! Ist das jetzt gefährlich, Hubert? Job und hab ein, zwei Jahre die Welt ein bisschen erkundet. Und wenn ich zurückgekommen bin, dann habe ich mir kurzfristig entschlossen, die Hütte zu übernehmen, zu pachten. In der Küche kocht Heidi das Müller-Menü. Heute Putengeschnetzeltes. Heidi stammt aus Dänemark, hat aber einen österreichischen Vater, der ihr die Liebe zu den Bergen vererbt hat. Wie sie und Lukas sich unten im Tal als Hüttenteam gefunden haben, darüber wundert sie sich selbst manchmal. Ich habe einen Elektriker gebraucht, das war dann der Lukas, und hat so überlegt, eben sich für diese Hütte zu bewerben und hat gefragt, ob ich denn da würde kochen und so. Und dann habe ich gefragt, aber was ist das für eine Hütte? Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Müllerhütte. Und ich war noch nie hier oben. Ich habe irgendwie gewusst ungefähr, wo sie ist, aber ich war noch nie da. Und aus irgendeinem Grund habe ich einfach sofort gewusst, okay, das machen wir doch. Der Übeltal ferner. Einmal im Jahr treffen sich hier junge Kletterfreaks. Sie wollen bei der sogenannten Ice Parade machen, nehmen dafür einen ganztägigen Fußmarsch in Kauf. Ein Klettererlebnis, das es nur einmal im Jahr gibt und nur hier. Zu den Organisatoren gehört Benny Kofler, ein Stammgast hier oben. Er arbeitet unter der Woche als Grafiker, aber die Wochenenden verbringt er so oft wie möglich in den Bergen. Bevor es am nächsten Morgen richtig losgeht, genießt er noch einmal die Stille über dem Gletscher. Immer auf der Suche nach dem Gleichgewicht. Ich hoffe aufs Atmen, konzentriere mich aufs Seil. Und die lassen eigentlich keine anderen Gedanken zu, was mir rausbringen könnten, was mich stören, dass ich aus dem Rhythmus komme. Dann ist es soweit. Ice Parade. Klettern in einer 15 Meter tiefen Gletscherspalte. Einen Kletterparcours in die Spalte zu bauen, das klang zuerst nach einer Schnapsidee. Doch ein paar Stammgäste der Müllerhütte setzten sie in die Tat um. Seither ist die Ice Parade das Highlight der kurzen Müllerhütten-Saison. Die eigenen Grenzen austesten. Dafür sind sie hergekommen. Laborversuche und Kältekammern im Tal können das so nicht leisten. Dazu braucht man schon echtes Wetter. So starke Winde wie hier findest du normalerweise nur im Himalaya. Sehr, sehr interessant. Und deswegen sind wir auch hier. So viel Wind wie jetzt in diesem Augenblick hier hat es 50 Meter da drüben nicht und 50 Meter da nicht. Deswegen ist es hier. Das ist das Spezielle. In 30 Tagen kommen die beiden Textilforscher wieder hoch zur Hütte, um die Daten der Sensoren auszuwerten und um zu sehen, was aus den Jacken geworden ist. Solche Forschungsergebnisse, die gewinnt man nur im Hochgebirge. Der Alpenhauptkamm. Eine Welt aus Schnee und Eis. Bergabenteuer für Fortgeschrittene. Das Zuckerhütl mit 3.500 Metern, einer der höchsten Gipfel hier. Nur erfahrene Bergsteiger wagen sich hier hinauf oder überqueren den Übeltal ferner, den größten Gletscher Südtirols. Und doch gibt es in dieser scheinbar so menschenfeindlichen Umgebung einen Ort der Geborgenheit, die Müllerhütte. Regelmäßig bringt ein Hubschrauber Trinkwasser, Lebensmittel und andere Dinge.
auch mich entlässt er in das eisige Reich von Lukas Lantschner und seinem Hund Moses. Einer der Außenposten Südtirols ist die Müllerhütte. 3145 Meter hoch, nur einen Steinwurf von der österreichischen Grenze entfernt. In diesem Jahr konnten Lukas und sein Team erst Ende Juli in die Saison starten, weil der Schnee die Hütte fest im Griff hatte. Die kurze Saison von nur 2 Monaten, die Unzugänglichkeit, die extreme Höhe. Die Müllerhütte ist ein Geheimtipp unter jungen Alpinisten. Sie gilt als cool. Genauso wie Lukas, der Hüttenwirt. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Oder? So gut es geht. Oh, das ist ganz schön. Ich kann auch ganz schön Hochdeutsch sprechen. Ich habe als Elektrotechniker gearbeitet und habe irgendwann dann, wenn ich die Schnauze voll gehabt von dem Job und habe 1-2 Jahre die Welt ein bisschen erkundet und wenn ich zurückgekommen bin, dann habe ich mir kurzfristig entschlossen, die Hütte zu übernehmen, zu pachten. In der Küche kocht Heidi das Müller-Menü. Heute Putengeschnetzeltes. Heidi stammt aus Dänemark, hat aber einen österreichischen Vater, der ihr die Liebe zu den Bergen vererbt hat. Auf Gletscherskigebiete, wo wir in Schnee ja dringend am Haupt benötigen, mit den Standard-Schneeerzeugern ja keinen Schnee erzeugen können, dass das solche Anlagen für uns ja wichtig sind. Großer Vorteil so eine Maschine, oder? Ja, sicherlich, weil ohne Schnee keine Gäste und ohne keine Gäste kein Umsatz. Umweltschützer kritisieren den enormen Energieaufwand, der nur dazu dient, den Skizirkus früher zu eröffnen. Im Pitztal soll es immer etwas Besonderes sein. Oben auf dem Gletscher eine weitere Überraschung. Auf dem Brunnenkogel in 3440 Metern Höhe steht seit kurzem eine spektakuläre Bergstation. Auf schmalem Felsen gebaut für Skifahrer und andere Gipfelstürmer. Hier oben locken Sonne, Schnee und Sahnehäubchen. Stefanie Santeler ist Konditorin und bringt die Gäste in Tirols 7. Tortenhimmel. Auf 3440 Meter, da gibt es mit der Masse auch Probleme mit Machen. Weil da müssen wir mit dem Luftdruck immer abwarten. Wenn zu hoher Luftdruck, schlechtes Wetter, müssen wir immer tote Massen nicht produzieren, sondern bei schönem Wetter vorproduzieren. Weil die Massen nicht so hoch werden. Die sacken uns zusammen wegen dem Luftdruck, geht sie nicht so auf. Das heißt, du guckst als erstes auf den Wetterbericht und dann... Genau, so ist es. Genau. Dann entscheiden wir, was für Toten es am nächsten Tag gibt. Heute steht das Barometer auf Buchweizen und Nuss-Sahnetorte. Im Pitztal will man mit Tirols höchstem Kaffeehaus und der Schneefabrik ganz nach oben, an die Spitze der Skigebiete. Doch damit nicht genug. Mit einem neuen Lift sollen noch mehr Pistenkilometer geschaffen werden. Hier im Pitztal setzt man im Kampf um die Touristen auf Superlative. Doch es geht auch anders. Nur dieser Bergrücken trennt das Vilnius-Tal vom Skizirkus im Nachbartal. Hier stören weder Schneekanonen noch Gipfelrestaurants die Idylle. Die Vilniuser besitzen etwas, das in anderen Alpentälern verloren gegangen ist. Besonnenheit. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Oder? So gut es geht. Oh, das ist ganz schön. Ich kann auch ganz schön Hochdeutsch sprechen. Ich habe als Elektrotechniker gearbeitet und habe irgendwann dann, wenn ich die Schnauze voll gehabt von dem Job und habe 1-2 Jahre die Welt ein bisschen erkundet und wenn ich zurückgekommen bin, dann habe ich mir kurzfristig entschlossen, die Hütte zu übernehmen, zu pachten. In der Küche kocht Heidi das Müller-Menü. Heute Putengeschnetzeltes. Heidi stammt aus Dänemark, hat aber einen österreichischen Vater, der ihr die Liebe zu den Bergen vererbt hat. Wie sie und Lukas sich unten im Tal als Hüttenteam gefunden haben, darüber wundert sie sich selbst manchmal. Ich habe einen Elektriker gebraucht, das war dann der Lukas, und hat so überlegt, eben
sich für diese Hütte zu bewerben und hat gefragt, so, ob ich denn da würde kochen und so. Und dann habe ich gefragt, aber was ist das für eine Hütte? Und dann hat er gesagt, ja, das ist die Müllerhütte. Und ich war noch nie hier oben. Ich habe irgendwie gewusst ungefähr, wo sie ist, aber ich war noch nie da. Und aus irgendeinem Grund habe ich einfach sofort gewusst, okay, das machen wir da. Der Übeltal ferner. Einmal im Jahr treffen sich hier junge Kletterfreaks. Sie wollen bei der sogenannten Ice Parade machen, nehmen dafür einen ganztägigen Fußmarsch in Kauf. Ein Klettererlebnis, das es nur einmal im Jahr gibt und nur hier. Zu den Organisatoren gehört Benny Kofler, ein Stammgast hier oben. Er arbeitet unter der Woche als Grafiker, aber die Wochenenden verbringt er so oft wie möglich in den Bergen. Bevor es am nächsten Morgen richtig losgeht, genießt er noch einmal die Stille über dem Gletscher. Immer auf der Suche nach dem Gleichgewicht. Ich hoffe aufs Atmen, konzentriere mich aufs Seil. Und die lassen eigentlich keine anderen Gedanken zu, was mir rausbringen könnten, was mir stören, dass ich aus dem Rhythmus komme. Dann ist es soweit. Ice Parade. Klettern in einer 15 Meter tiefen Gletscherspalte. Einen Kletterparcours in die Spalte zu bauen, das klang zuerst nach einer Schnapsidee. Doch ein paar Stammgäste der Müllerhütte setzten sie in die Tat um. Seither ist die Ice Parade das Highlight der kurzen Müllerhütten-Saison. Die eigenen Grenzen austesten. Dafür sind sie. Kann man sich mal erholen. An seiner Seite der jüngste Sohn Tobias und Frau Mariana. Vor 6 Jahren haben sie den Hof von den Eltern übernommen. Almwesen, eine uralte Kulturlandschaft. Würden Bauern wie Josef Pfeiffer sie nicht pflegen und erhalten, würde hier Gestrüpp und Unkraut wuchern. Die Alpen hätten ein anderes Gesicht. Mariana Pfeiffer ist Mutter von 3 Söhnen, kümmert sich um die Ferienwohnungen auf dem Hof und sorgt damit für einen wichtigen Teil des Familieneinkommens. Ihr Mann Josef arbeitet auch noch bei der örtlichen Liftgesellschaft. Von einer 38-Stunden-Woche kann Mariana nur träumen. Man arbeitet als Mutter, als Hausfrau, auf dem Feld. Manchmal ist man sogar Hebamme im Stall, wenn er Kuh kalbt. Also jeder Tag hat was Neues, bringt was Neues. Kühe kennen weder Sonn- noch Feiertag. Der Tag der Pfeifers beginnt schon vor Sonnenaufgang. Denn kurz nach 6 wird die Milch abgeholt. Beim Melken hilft der 10-jährige Michael. Ob in diesem Stall noch Kühe stehen, wenn Michael und seine Brüder einmal groß sind? Die Milchwirtschaft rechnet sich nicht mehr. Die Preise sind zu niedrig, die Kosten zu hoch. Es geht einen Monat, da muss man mehr Kraftfutter kaufen. Dann gibt es einen Monat, da braucht man öfters den Tierarzt. Also ich bin froh, dass mein Mann noch arbeiten gehen kann. Weil nur vom Hof alleine, von den Kühen, es gibt kaum Höfe, wo das noch geht. Warum hat man die Kühe dann? Traditionsgemäß auch ein bisschen, ja. Kennt man die alle beim Namen, die Kühe? Das ist die Bella. Ich habe leider nicht gegangen. Die Kühe aufgeben wollen die Pfeifers nicht. Zu eng ist ihr Leben mit den Tieren verbunden. Meine Reise führt mich in die größte Stadt Tirols, nach Innsbruck. Die Landeshauptstadt am Inn erlebt einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung. Fast 1/3 der 120.000 Einwohner sind Studenten und Wissenschaftler. Neben der historischen Fassade setzen Architekten, Grafiker und Designer moderne Akzente.
Innsbruck gilt als innovativ. Das Land Tirol fördert vor allem junge Unternehmen, die ungewöhnliche